Der Großeinkauf aus dem Supermarkt verpackt in Tüten aus Kunststoff. Und zwar einem ganz besonderen. 100% kompostierbar, verspricht der Aufdruck. Dieser Kunststoff, der gleichermaßen belastbar und umweltfreundlich ist, wurde von der BASF entwickelt. Er heißt Ecovio und ist nach europäischer Normierung als kompostierbar zertifiziert. Deshalb trägt er den sogenannten Keimling. Dass die Tüte verrottet, ist belegt. Aber tut sie es auch schnell genug, so wie professionelle Kompostierer es fordern? Die BASF entschließt sich zu einem Vergleichstest mehrerer Produkte in einem Kompostwerk. Mit dabei? Eine sogenannte OXO-PE-Tüte. Sie ist als bioabbaubar gekennzeichnet. Die Ecovio-Tüte der BASF. Sie ist identisch mit der Tüte aus dem Discounter. Ihr Kunststoff enthält nachwachsende Rohstoffe. Und eine weitere Ecovio-Tüte der BASF neuerer Generation mit einer etwas veränderten Zusammensetzung. Mitarbeiter der BASF füllen je 100 Tüten mit Bioabfällen, wie sie in jedem Haushalt vorkommen, Grünschnitt und Küchenabfällen. Es ist kein Großversuch unter Laborbedingungen, daher gilt er auch nicht als repräsentativ. Hier läuft Forschung mal ganz anders, dennoch verfolgt sie ein klares Ziel. Wir möchten hier unter Praxisbedingungen zeigen, dass unsere Ecovio-Tüte tatsächlich den industriellen Anforderungen von Kompostieranlagen entspricht und gemäß den geforderten Bedingungen biologisch abbaut. Die Mitarbeiter mischen die Tüten im Kompostwerk unter den anderen Biomüll. Sie werden gleichmäßig in der sogenannten Miete verteilt und ihre ungefähre Lage dokumentiert. 3,5 Wochen benötigt der Bioabfall, um zu Kompost zu werden. Bei normalen Plastiktüten unmöglich. Sie sind ein Ärgernis für die Kompostierer. Gut, es ist so, dass leider in den Bioabfällen sehr viel Bioabfall in Tüten noch eingepackt ist. Und ist jetzt gerade für uns in der Kompostierung das Problem, dass wir es nicht so sauber rausbekommen. Was bedeutet, wir unterliegen auch bestimmte Kriterien, was die Gütesicherung betrifft. Und hier wäre es schon ratsam, hier eigentlich auf null zu sein, was die Störstoffe betrifft. Die unterschiedlichen Tüten im Vergleich. Die Ecovio-Tüte wird auf dem Kompost durch Mikroorganismen zersetzt. Sie verhält sich wie biologischer Abfall. Übrig bleiben von ihr Wasser, Kohlendioxid und Biomasse, alles natürliche Stoffe. Anders die sogenannte OXO-bioabbaubare Tüte. Sie wird nicht wirklich kompostiert. Unter der Einwirkung von Wärme und UV-Licht, etwa aus der Sonne, löst sie sich im Lauf der Zeit lediglich in kleinste Polyethylenfragmente auf. Daher ist sie auch nicht als kompostierbar zertifiziert. Eine Tüte aus Polyethylen, die gewöhnliche Plastiktüte also, hat auf dem Kompost nichts verloren. Sie zersetzt sich nicht und muss als Fremdstoff aufwendig aus dem Kompost entfernt werden. In der Produktion der BASF. Hier wird der Kunststoff Ecovio hergestellt. Er basiert grundsätzlich auf zwei Komponenten. Zum einen ist das der BASF-Kunststoff Ecoflex. Dieser Kunststoff auf Erdölbasis ist selbst bereits biologisch abbaubar. Als zweite Komponente kommt die Polymilchsäure hinzu. Sie wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Maisstärke hergestellt. Die beiden Komponenten werden zu Ecovio miteinander verschmolzen, das in langen Strängen aus dem Extruder kommt. Hier wird die Anlage für die Produktion eingerichtet. Normalerweise zerschneidet ein rotierendes Messer wie dieses die erkalteten Stränge. Daraus entsteht das Kunststoffgranulat. Links im Bild Ecoflex, der biologisch abbaubare Kunststoff auf Erdölbasis. Rechts Ecovio, der Kunststoff mit hohen Anteilen aus nachwachsenden Rohstoffen. In kleinstem Maßstab produziert die BASF Folie aus Ecovio selbst, ausschließlich zu Zwecken der Qualitätssicherung. Das Granulat wird eingeschmolzen und zu einer Folie gezogen. Sie darf eine gewisse Stärke nicht überschreiten und muss frei von Einschlüssen sein. Ist die Freigabe erteilt, wird die Ware an die Kunden ausgeliefert. In diesem Fall zum Beispiel an Betriebe, die Tüten im großen Stil herstellen. Die Produzenten nehmen das Ecovio-Granulat in diesen großen Kartons ab. Dreieinhalb Wochen sind vergangen, wir sind zurück im Kompostwerk. Aus den Bioabfällen ist wertvoller Kompost geworden, der an Bauern und Privathaushalte abgegeben wird.
Das nährstoffreiche Material muss frei von Fremdstoffen sein. Fremdkörper aus Metall, Glas oder Kunststoff wurden vorher aussortiert. Normalerweise müssen diese Fremdstoffe extra entsorgt werden. Diesmal allerdings sind die Kunststoffreste Gegenstand der Forschung. Denn jetzt kommt der spannende Teil des Kompostierversuchs. Die Antwort auf die Frage, wie viel ist von den im Kompost eingegrabenen Testtüten übrig geblieben? Stück für Stück nehmen BASF-Mitarbeiter den Müll in Augenschein. Die meisten Schnipsel sind klar identifizierbar. Sie haben mit den Testtüten nichts zu tun. In Zweifelsfällen ziehen die Labormitarbeiter Schwarzlicht zu Rate. Die Testtüten wurden vor dem Versuch mit einem UV-Marker versetzt. Dadurch sind selbst unscheinbare Fetzen in der Dunkelheit plötzlich klar zu erkennen. Sie lassen sich jetzt leicht einander zuordnen. Die Ergebnisse zeigen, von den OXO-PE-Tüten, die als bioabbaubar beworben werden, ist beinahe alles übrig geblieben, von den 100 Discounter-Tüten aus Ecovio der BASF nur dieses kleine Häufchen und von den Ecovio-Tüten der neuesten Generation überhaupt nichts. Auch die Belegfotos nach Abschluss des Versuchs zeigen deutlich, die OXO-abbaubaren Tüten sind fast unverändert erhalten, während die Ecovio-Tüten von wenigen Schnipseln abgesehen fast vollständig und in der neuesten Variante komplett abgebaut haben. Damit sind sie auch für professionelle Kompostierer eine im Wortsinn annehmbare Alternative zu den sonst üblichen Papiertüten. Da wir Probleme haben mit Kunststoffen in unserem Kompost und diese vollständig herauszubekommen, war es natürlich eine gute Gelegenheit, hier zum einen die Probleme anzusprechen und zum anderen auch über den Versuch zu zeigen, dass es möglich ist, auch einen Kunststoff, biologischer Kunststoff zu erzeugen, der ja, zu 100% abgebaut ist und uns weniger Probleme im Endprodukt letztendlich darstellt. Auch die BASF-Forschung zieht aus den Ergebnissen des Praxistests ein rundum positives Fazit. Der Test ist sehr gut gelaufen. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die biologisch abbaubaren Kunststoffmaterialien der BASF, Ecovio, hat sich verhalten, wie wir das erwartet hatten. Es ist im Kompostierversuch vollständig abgebaut worden. Anders als die Tüte aus OXO-PE, die im Experiment überhaupt gar nicht abgebaut worden ist. Ecovio ist nach der Euronorm 13432 kompostierbar. Tüten und Bioabfallsäcke mit dem BASF-Material tragen den Keimling zurecht. Für den Kunden erfüllen diese Tüten einen Doppelnutzen. Sie sind gleichermaßen robustes Transportmittel und sauberes und wasserdichtes Behältnis für Bioabfälle. Jetzt liegt es an der Politik, die Tüten mit dem Keimling auch flächendeckend in den Biotonnen zuzulassen. BASF. We create chemistry.